Ich werde mal heute etwas tun, was ich glaube ich noch nie in der Form gemacht habe. Ich habe früher schon öfters mal so Sammlungsvideos gezeigt. Aber hier geht es mehr oder minder nicht um eine Sammlung, denn offene Skincare sollte man nicht sammeln, sondern sollte man aufbrauchen. Und ich werde euch in diesem Video zeigen, was ich momentan alles aufhab. Und ich sage euch jetzt schon, das ist nicht gerade wenig. Viel Spaß! Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco und heute zeige ich euch mal alles, was ich aufhabe. Und mal so einen kleinen Rundumschlag, was ich wie lange aufhabe. Also grob weiß ich es immer, um den Fokus eben auf die Produkte zu setzen. Wir fangen mal mit den vier Cremes an, die ich habe. Vier Cremes. Muss kein Mensch aufmachen. Weiß auch nicht, was in mich gefahren ist. Fangen wir mal mit der Niacinamid Tagescreme an. So. Die verwende ich gerade nicht so viel, weil ich eben das Produkt von Leon gerade leer machen möchte. Das ist auch ein Niacinamid. Und du solltest es nicht übertreiben. Das ist die neue Sika-Creme von Baliamed. Die ist richtig, richtig gut. Für meinen Hauttyp ist sie nicht so ideal. Da ist die hier natürlich besser. Und die ist aber auch schon fast leer. Ja, also, ne, werde scharf. Jetzt mache ich es schon im YouTube-Style, aber meine Kamera will gerade nicht. Das ist die Urea-Creme auf jeden Fall. Dann habe ich hier noch die Balea Expert-Creme. So. Die ist sehr reichhaltig. Manche Leute haben Probleme damit, dass sie so reichhaltig ist, aber sie hat eine Nachtcreme. Ich würde sie mir jetzt nicht mehr holen, weil sie hat für mich nichts getan. An solchen Sachen, wenn es da schon ein gutes Produkt auf dem Markt gibt, wie jetzt beispielsweise die hier, also die, jetzt ist es scharf, die Urea-Creme, dann bleibe ich meist auch bei sowas. Dann pimpe ich das lieber mit einem guten Serum auf. Zu dem kommen wir aber auch noch. Machen wir mal mit dem Toner hier weiter. Toner habe ich nur einen im Moment. Das heißt nur, ich habe gar keinen anderen Platz. Genauso wie ich hier das noch habe, aber das finde ich richtig schlecht, weil es richtig, richtig schmierig ist. Würde ich nicht empfehlen, habe ich auch nie in einem Video gemacht. Trage ich mir gerade auf dem Körper auf, damit ich es irgendwie leer kriege. Thema Reinigung, das ist halt für mich ideal am Abend, um den Sonnenschutz zu lösen. Da funktioniert Öl halt am allerbesten und es ist halt die mildeste Art und Weise. Ist aber fast leer, ich habe aber hier schon eins von Balea stehen, das wurde als nächstes aufgemacht. Die haben übrigens keine Duftstoffe mehr, ne? Also wer da immer einen Bogen drumherum gemacht hat, auch die bei Rossmann haben einfach keine Duftstoffe mehr. Ich glaube, das ist ein alter Klassiker und das bedeutet viel, wenn ich was immer wieder kaufe. Jetzt habe ich dann aber wieder das Waschgel von Balea Expert mit AHA und PHA. Es funktioniert für meine Haut halt einfach echt gut. Ich vertrage das auch echt gut. Habe ich ein Video drüber gemacht übrigens. So. Sonnenschutz. Habe ich zwei Stück auf. Das ist einmal diese Drops, diese 30er Drops. Habe ich jetzt im Sommer nicht verwendet, weil mir dann doch die Schutzwirkung von 30 zu gering ist. Da habe ich dann eher den hier genommen, aber der ist fast leer. Dieses LE-Produkt mit Hyaluron, aber da darfst du nicht zu viel drauf geben. Aber sie ist gut eingezogen bei mir, muss ich sagen. Also ich habe die echt gerne verwendet. Hat fast ein bisschen besser funktioniert wie die andere, die im Standardsortiment ist. So, und jetzt kommen wir zu vielen Serien. Angefangen vom Niacinamid von Leon. Das will ich ja leer machen. Und das ist eigentlich fast leer, aber kommt immer noch was raus. Dann haben wir
Vitamin C plus Hyaluronprodukt von Müller. Das mag ich echt gerne. Besonders zum Pimpern von Sonnenschutz. Manchmal will es nicht scharf stellen, manchmal will es nicht. Das kostet auch nicht viel. Also Preis habe ich leider nicht im Kopf. Aber nachgekauft wurde erst, wenn ich mal ein bisschen hier was aufgebraucht habe. Weil es ist Fakt, wenn du mehr offen hast als ich, ist es oftmals eben auch so, dass man solche Sachen nicht mehr aufbrauchen kann. Denn das Zeug geht halt auch kaputt. Man kann es klar im Kühlschrank auch lagern. Das ist echt gut. Ist auch schon fast leer. Verwende ich gerade morgens wie abends, weil ich es eben leer machen möchte. Also das mochte ich echt gerne. Genauso wie das Isanamed-Produkt. Das ist auch relativ neu oder in Anführungsstrichen neu. Die haben ja schon wieder neue Produkte rausgebracht, aber aus der Linie ist es relativ neu. Ist milchig, leicht aufzutragen. Ich mag es echt gerne. Und beruhigend auf jeden Fall auch für die Haut. So ist es, wenn man das Handy vergisst auszumachen. Sorry. Dann habe ich hier ein Produkt, das habe ich jetzt, wo es so warm war, nicht mehr aufgetragen, weil es dann doch ein bisschen ölig ist. Da ist kein Retinol drin, das ist von Beauty Clam. Ich mag aber so die pflegende Wirkung. Wenn jetzt mal diese Nachtcreme leer ist, dann werde ich das wieder vermehrt verwenden. Wo ist sie? Da ist sie. Ist wirklich nicht mehr viel dran. Nase, sie ist echt leicht. Ich bin immer ein großer Freund, wenn man in Produkte irgendwie reingucken kann, aber das ist halt eben auch nicht immer der Fall. Was ich auch echt gerne mag, ist das AHA-Peeling. Das habe ich mir halt geholt, weil jetzt eine ganze Weile das Waschgel nicht zur Verfügung stand. Dann dachte ich mir, also AHA funktioniert bei meinem Hautbild auch einfach besser wie BHA, weil ich nicht so die mega unreine Haut habe. Klar, ich habe wie sagt man, eine unruhige Hautoberfläche, aber so Pickel oder so habe ich eben nicht. Ich verwende es in Kombination, da ist das super gut, aber so gezielt nur BHA funktioniert bei mir nicht. Da ist das AHA besser. Es gibt ein neues BHA-Produkt übrigens bei Isana. Bin interessiert, aber wie schon gesagt, ich muss Platz schaffen. Das geht nicht. Dann habe ich hier ein Retinol Pro Produkt von Face Theory. Das will ich scharf stellen. Dann lassen wir es. Das ist das Serum mit Azelainsäure. Ich habe für beide ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Es war noch runtergesetzt gewesen. Man kriegt ja bei Face Theory jetzt inzwischen nicht mehr so die Rabatte. Also es gibt immer noch einen Rabatt, aber die haben ja so ein Rabattsystem eröffnet und die Rabatte von früher, die gibt es nicht mehr so. Man kann trotzdem immer noch bestellen, ist trotzdem schon noch ein bisschen hochpreisiger, aber jetzt nicht so wie jetzt beispielsweise die Dinger hier, aber da ist halt auch mehr drin als wie in den Face Theory Produkten, ne? Also muss ich halt auch sagen. Da muss ich halt echt lernen, das ist das mit Ceramiden und das in Verbindung mit dem hier, das ist halt für mich die perfekte Kombination, wirklich perfekt. Dann habe ich hier ein Hyaluron-Produkt, das ist aber auch echt gut. Allerdings sind hier Carbomer drin, ist hier ein Carbomer drin. Das ist nicht gut abbaubar im Wasser, da achte ich ja auch dementsprechend. Ich achte nicht auf alles, du kannst nicht auf alles achten, aber ich habe schon so meine Inhaltsstoffe, die ich nicht in meinem Skincare drin haben möchte. Das Vitamin C habe ich am längsten verwendet, besonders am Morgen vor dem Sonnenschutz, weil das kann meinen Sonnenschutz so ein bisschen pimpen. Ja, das war's. Das ist meine offene Skincare. Mehr soll es im Moment nicht werden, denn ich habe keinen Platz, geht nicht. Ich lagere schon aus und das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Weil alles, was du nicht direkt siehst, verwendest du nicht. Musst du mal ausprobieren, ne? Hast du Bock, dass ich so ein Video wieder mal mache? Schreib das gerne mal unten in die Kommentare. Denk daran, wenn du ein Interesse an einem bestimmten Produkt hast, was ich jetzt hier gerade in die Kamera gezeigt habe, schreib das in die Kommentare. Wenn das Produkt schon in den Kommentaren steht, vote den Kommentar hoch.
dann sehe ich, dass ich eventuell das Produkt als Review mal mache. Also einfach in die Kommentare schreiben und wenn schon ein Kommentar da steht, den Kommentar nach oben voten. Aber in den meisten Fällen ist noch kein Kommentar da. Also ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten, gib mir gerne einen Daumen nach oben und hinterlasse einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.